Kurze oder lange Haare? Lange. Was hat Stuttgart, was Berlin nicht hat? Den VfB. Was hat Berlin, was Stuttgart nicht hat? Oh Mann. Spätis. Moneyboy oder Young Horn? Boah. Young Horn. Babe oder Supreme? Ich glaube, boah, ich habe halt nichts von Babe. So, aber keine Ahnung. Ich glaube, nee, ich glaube immer noch Supreme eigentlich. Was würdest du von Supreme niemals kaufen? Also unabhängig davon, dass ich mittlerweile eh fast gar nichts mehr kaufe, weil ich es überhaupt nicht mehr so geil finde, aber also den Supreme Backstein fand ich schon sehr, sehr unnötig. Aber eigentlich auch irgendwie geil, so, keine Ahnung, ich weiß nicht. Wie viele Paar Schuhe besitzt du? 300. Nach längerer Release-Pause ist sie wieder zurück. Seit dem 9. Oktober ist nämlich seine neue Single Solo draußen. Unter anderem darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Heute bei uns zu Gast Psycho Dino. Moin, hi, grüß dich. Hallo, hallo, hallo. Wie Hi, geht's? mir geht's super, wie geht's dir? Auch super. War heute schon in der Kita und jetzt Kaffee 3. Langsam komme ich in den Tag rein. Kaffee 3 und jetzt ein Interview. Sehr nice. Ja. Danke. Hi, grüß dich. Du hast ja jetzt eine neue Single draußen, zusammen mit Yoshimitsu veröffentlicht. Ja. Wieso gab es aber da eigentlich so eine kurze Release-Pause bei dir? Ich weiß nicht, manchmal ist das einfach so. Es hat sich irgendwie nicht so richtig ergeben und auf einmal ist ein halbes Jahr rum, dann ist ein Dreivierteljahr rum und jetzt soll wieder Drive reinkommen und die nächste Single kommt auch schon in 3 bis 4 Wochen und jetzt soll es endlich wieder richtig regelmäßig werden, ja. Okay. Wie kam es denn eigentlich zur Kollabo mit Yoshimitsu? Na, ich hab einen neuen Plattenvertrag über ein paar Singles bekommen und da war es dann, also habe ich halt dann einfach überlegt, so wen kennt man, an wen kann man rankommen und auf wen hat man Bock, mit wem wollte man vielleicht auch schon immer mal was machen. Ich habe ja damals bei meinem Album schon mit relativ vielen zusammengearbeitet und ich weiß nicht so, da Yoshimitsu war halt immer so ein bisschen hier so näheres Umfeld, gerade in Berlin. Und da habe ich ihn einfach gefragt und dann ist das so zustande gekommen. Er hat auch Bock gehabt und es war auch gar nicht, wir haben den Song auch echt super schnell eigentlich gemacht. Das hat super harmoniert, ja. Aber wie lief da jetzt auch speziell die Zusammenarbeit jetzt auch während Corona? Was simpler? Oder ich denke mal nicht, oder? Also es geht viel über hin und her schicken tatsächlich, ja. Also wir haben uns jetzt nicht im Studio oder so getroffen. Beim Videodreh waren wir dann natürlich schon zusammen, so da war es ja noch einigermaßen okay, aber jetzt wird es ja gerade wieder schlimmer. Nee, also so, es geht viel übers Internet heutzutage, Gott sei Dank. Okay, Videodreh war ja auf Malle, auf Mallorca. Wie lief's da? Voll cool. Ja. Also wo soll ich anfangen? Also wir hatten halt eine wunderschöne Villa. Und dann noch 2 Tage Urlaub mit hinten dran gehangen, hat alles wunderbar geklappt. Und also, ich kann euch eine lustige Geschichte erzählen. Und zwar eigentlich hatten wir den Song erst mit einem anderen Beat und wozu wir auch Video gedreht haben. Und dann so am letzten Tag, so die Kameraleute packen gerade so ihre Tasche ein. Und ich so zu Josh, ich so, hey, ich habe noch mal so aus Spaß einen Remix von dem Song angefangen. So, willst du den mal hören? Und er so, ja klar, zeig so. Und dann, wir hören den Song so einmal, hören ihn zweimal, hören ihn dreimal, hören ihn viermal. Und es war irgendwann nur so ein Ding, so, okay, fuck, wer sagt, dass es besser ist als die Version, auf die wir gerade 3 Tage ein Video gedreht haben? Und dann konnte es aber noch ganz gut angepasst werden. Wir haben das noch schnell geswitcht und ich glaube, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Okay, cool, sehr nice. Ja. Ja, deine neue Single Solo ist ja draußen. Ist ja jetzt Ja. nur eine Single, sage ich mal. Es ist ja auch mittlerweile eigentlich gar nicht mehr üblich, ein komplettes Album zu releasen, ein komplettes Album zu droppen. Ich meine, auch durch das ganze, klar, ist auch verständlich, durch das ganze Streaming-Game ist es ja auch mittlerweile normaler, eher Singles Ja. rauszuballern. Siehst du die Entwicklung positiv? Weil ich meine, du gehörst ja auch, denke ich mal, zur Generation, die noch damals locker so die zwei, drei Platten noch Alben zu Hause gehört hat mit Kopfhörern. Ja, ich finde halt auch,
Also ich weiß noch, ich habe mir damals dann immer so Alben angehört und aufs Bett gesetzt und Booklet durchgeblättert und so von vorne bis hinten und Lyrics gelesen und Bilder angeschaut. Ich finde es schon so ein bisschen schade, weil so, ich glaube, das Thema Album wird halt echt immer weiter in den Hintergrund rücken. So. Auch so bei mir ist jetzt eher so, auf jeden Fall eher Singles machen und dann halt mal gucken. Aber ich habe so das Gefühl, ein Album machen echt, zumindest momentan, nicht so richtig Sinn irgendwie. Es ist irgendwie, es geht auf Singles so, es ist eher so auf Masse, was natürlich auch irgendwie schade ist, weil da teilweise natürlich auch die Qualität der Musik drunter leidet, sage ich mal. Aber klar, zur Priorität momentan auf jeden Fall Singles, ja. Ja, okay, klar, verständlich. Ich habe ja auch gesehen, du hast jetzt auch vermehrt YouTube, kann das sein? Ja, ich bin YouTuber. Wie kam es denn dazu? Was nochmal? Wie kam es denn dazu, dass du jetzt YouTube-Videos machst? Also zum einen, also ich war ja schon immer so, dass ich halt gerne links und rechts vieles mache, so. Damals so Buch geschrieben und keine Ahnung. Also A ist ja wegen Corona, hat man ja schon ein bisschen mehr Zeit. Und B war es halt so, ich release halt jetzt zum ersten Mal meine Singles beziehungsweise die Videos über einen eigenen Kanal. Und ich habe halt einfach keinen gehabt. Und ich hätte es halt einfach voll schade gefunden, wenn man jetzt so komplett auf Null gewesen wäre, sag ich mal. Deswegen habe ich halt irgendwie angefangen und ich meine, so, wir sind jetzt schon seit 10 Jahren oder so. Nächstes Jahr ist, glaube ich, 10 Jahre easy. So, seitdem steht man halt auf Bühnen und ist unterwegs. Habe ich mir halt gedacht, so, also es gibt ja auf jeden Fall Leute, die auch jetzt noch nie was von einem gehört haben, dass es eigentlich auch ein smarter Weg ist mit so, ich reagiere auf alte Interviews etc., da auch wieder so ein paar Leute mit an Bord zu holen. So. Aber es ist natürlich trotzdem, ist halt, also sich YouTube aufbauen, so echt Respekt vor jedem, der da so am Start ist und das halt so, also halt big ist so, weil das ist halt wirklich Arbeit so. Also es ist nicht so, dass man da 2 Videos macht und dann ist man unter den Top 10 so. Das ist halt wirklich viel Arbeit. Und ich habe das halt immer über die Jahre irgendwie ignoriert, weil man es irgendwie fand, man es nicht so cool. Ich weiß auch nicht warum. Aber irgendwie, also mir macht das schon Spaß auf jeden Fall. Ja, gut, Reaction-Videos gehen ja immer, ne? Das zieht immer. Ja, voll. Aber es ist jetzt so, ich weiß auch nicht, ob, also ich habe mich auch erst seit ein paar Wochen oder Monaten jetzt schon, versuche ich mich da so ein bisschen reinzuarbeiten und diese Welt ein bisschen zu verstehen, so. Weil es ja schon so ein bisschen eigentlich sogar eine so fortlaufende Soap, so ein bisschen. Die einen reagieren auf das andere Video und dann haben die da Stress und bla. Also schon interessant, so macht schon Spaß, so. Hast du da auch schon irgendwelche Formate auch für die Zukunft schon geplant? Oder machst du einfach spontan? Ich guck da mal so, was da so geht. Also ich bin schon, also ich glaube jetzt, ich bin so an einem Punkt, wo ich glaube ich schon so ein bisschen, also ich habe ja so ein, zwei so lockere Formate, sag ich mal, aber so ein richtig so eine, ich brauche noch so ein bisschen so eine Nische. Kannst du gut Also, kochen? nochmal? Kannst du gut kochen? Resteteller kann ich gut kochen, ja, aber ich bin jetzt nicht so. Ich glaube, wenn man halt so in so eine Richtung geht, dann musst du halt das auch irgendwie krass, also so irgendwas musst du halt können, was andere halt nicht können. Oder was weiß ich, im Handstand kochen oder keine Ahnung. So. Nee, also ich bin dann noch so ein bisschen auf der Suche, so. Ich habe jetzt mal so den Schritt da reingewagt und ich will natürlich halt auch nicht alles machen, weil ich finde so ein bisschen, also ich sag mal jetzt so alles für Abonnenten und sowas, habe ich halt auch keinen Bock, Na so. klar, gut. Und es soll ja trotzdem die Musik im Vordergrund stehen. Also es wird bestimmt auch noch irgendwie, werden noch ein, zwei Sachen zu Solo kommen. Mal gucken. Ja, Okay, cool. irgendwie fällt mir dann immer was ein. So letzte Woche habe ich da ein Video, ich habe hier eine Festplatte von 2014 gefunden, da habe ich 15 lustige Clips aus 2014 gepostet. So, das fand ich irgendwie ganz nett. Also irgendwie ist es immer so, es lebt auch so ein bisschen von Spontanität. Okay. Ja, seit April hast du ja auch einen eigenen Podcast jetzt gestartet. Besser als nichts, der Realisten-Talk. So heißt der Corona. Ganze. Wie kam es denn dazu? Auch wegen Corona TikTok jetzt, oder? habe ich übrigens auch angefangen wegen Ach, TikTok auch jetzt. Corona. Alles wegen Corona. Also tatsächlich, ist ja zusammen mit Wilson Gonzales Ochsenknecht und Rufmord und Rufi und ich, wir wollten das schon ganz lange machen. So, wir kennen uns auch schon, bevor ich nach Berlin gezogen war. Und das war halt irgendwie so. Man hat es vorgehabt, man hat Bock drauf, aber nie wirklich umgesetzt. So. Und dann war irgendwie, hat man mit Willi noch abgehangen und dann war es so, hey, lass uns das doch zu dritt machen. So. Und dann auch wieder nicht umgesetzt und keine Ahnung. Und dann haben wir mal einen aufgenommen
Und dann habe ich mich einfach, ich glaube, das war an einem Samstag, habe ich mich hingesetzt und habe den einfach hochgeladen. Also die erste Folge ist halt so super rough und so, eigentlich noch so ganz unerfahren und keine Ahnung. Ich hab einfach die Jungs angerufen und gesagt, hey, unsere erste Folge ist online. Und die so, wow, okay, fuck, was geht jetzt? Und seitdem haben wir es tatsächlich durchgezogen. Jede Woche einmal. Haben auch ja gestern wieder eine neue Folge rausgebracht. Ja. Cool. Ja. Also es macht auf jeden Fall auch sehr viel Spaß, ja, muss ich sagen. Okay, nice. Also ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste, wenn man Sachen macht, so es muss also so die Leute merken das schon, ob dir sowas Spaß macht oder ob du es halt jetzt aus irgendeinem Grund machst, so der jetzt irgendwie nicht so, also keine Ahnung, um jetzt, ich muss jetzt meine Reichweite steigern, deswegen muss ich das und das machen, so, also so das zu erzwingen, glaube ich, gerade bei solchen Formaten ist relativ schwierig. Mhm. Ja, ja. No. Sind bei dir auch dann so generell auch noch weitere Projekte in Planung? Ich meine, du hast ja auch gemeint, jetzt kommen wieder in Zukunft weitere Singles. Hast du ja auch mal, glaube ich, mit einer Newcomerin jetzt was am Start, habe ich gehört. Ist da noch was in Planung? Also es gibt ja gerade diese große, große New Wave Trap-Welle, die gerade durch Deutschland schwappt. So. Also da wird natürlich sehr viel kommen, weil ich bin ja auch bei Checkmate unter Vertrag jetzt, so, wo Negativ OG und St. Davis sind, so meiner Meinung nach zwei der talentiertesten Newcomer in Deutschland, und natürlich in dem Umfeld wird natürlich auf jeden Fall viel kommen, ja. Gut, ja, Psycho Dino, dann, ja, dann vielen, vielen Dank, das war's schon. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, auch dann bei StugiTV. Man sieht sich, bis dann. Tschüss.